Frohe Weihnachten! Ich möchte dir in diesem Video ja einfach nur einen Weihnachtsgruß senden. Ja, einfach nur. Das klingt, als ob es einfach wäre. Aber das ist es nicht. Denn was heißt das eigentlich, ein Weihnachtsgruß? Eigentlich feiern viele Menschen im christlichen Kulturkreis an Weihnachten die Geburt eines bestimmten Menschen. Ja, nämlich Jesus von Nazareth. Ob er tatsächlich am 24. Dezember vor 2014 Jahren geboren wurde, ist sehr, sehr fragwürdig. Und es ist auch fragwürdig, dass man dafür zum Beispiel Weihnachtsbäume verwendet. Denn die entstammen einer noch viel, viel älteren Tradition, nämlich der sogenannten Weltenesche aus dem keltisch-germanischen. Der Weihnachtsmann in Rot-Weiß entstammt im Übrigen der Werbung von Coca-Cola von 1931. Und der Name Nikolaus kommt von Nikolaus von Myra, welcher am 6. Dezember irgendwann im 4. Jahrhundert irgendwo in der heutigen Türkei verstarb. Ja, und Knecht Ruprecht, es ist einfach nur eine Verhohnepiepelung von Göttervater Odin. Ja, meine Güte, einfach mal nur einen Weihnachtsgruß senden und schon wird's kompliziert. Aber vielleicht muss es auch gar nicht kompliziert sein. Vielleicht muss man ja einfach nur in die Natur schauen. Denn ich glaube, dass der 24. Dezember kein Zufall ist. Der 24. Dezember befindet sich nämlich ganz nah dran, nämlich nur 3 Tage nach Jul, der Wintersonnenwende, also der allerdunkelsten Zeit des Jahres. Die Tage sind kurz, die Nächte sehr, sehr lang. Doch es geht ab jetzt wieder aufwärts. Mit jedem Tag bewegen wir uns wieder mehr und mehr auf die hellere Zeit zu. Und das war den alten Germanen Grund genug, voller Dankbarkeit und Hoffnung, die Weltenesche zu schmücken und vielleicht sogar mit Talglampen, den Vorläufern von Kerzen, zu besetzen. Doch damit nicht genug. Es ist nicht viel über das damalige Brauchtum bekannt, da es zuerst durch die Römer geschwächt und schließlich durch die römisch-katholische Kirche historisch ausradiert oder umgedeutet wurde. Aber man vermutet, dass die damaligen Menschen sich zu diesen dunklen Zeiten enger zusammengestellt haben und miteinander zu den Göttern sprachen. Vielleicht war es gar nicht so unähnlich wie die heutigen buddhistischen Mönche in den Klöstern. Man könnte sogar sagen, sie nutzten diese Zeit zur Reflexion und Innenschau. Ja, sowohl in die eine Richtung nach außen. Wie war das Jahr? Was davon diente dem Wachstum, was weniger? Was kann ich daraus lernen und ins neue Jahr mitnehmen? Was davon kann ich gerne im alten Jahr belassen und brauche es nicht erneut im kommenden Jahr zu wiederholen? Aber auch in die andere Richtung, nach innen. Welche Spuren haben die Erfahrungen des vergangenen Jahres in mir hinterlassen? Welche Altlasten trage ich einerseits noch überflüssig vielleicht in mir und andererseits welche ungeernteten Früchte liegen noch achtlos in mir herum? Wie kann ich in mir wieder ein klarer, reiner Raum werden, um dem neuen Jahr ganz offen und frei neu begegnen zu können? Nun, und dazu haben die keltisch-germanischen Schamanen dann eben auch die uralten Rituale verwendet, wie zum Beispiel die Erdhütte, die Atemrituale und so vieles mehr. Sehr viele kraftvolle Traditionen, die wir übrigens auch immer wieder in unseren Seminaren verwenden. Und das sicherlich aus gutem Grunde. So, in diesem Sinne nun also zum Weihnachtsgruß. Ich wünsche dir eine gute und friedvolle Zeit. Eine Zeit, die dir Zeit und den Raum gibt, das Jahr zu reflektieren und nach innen zu blicken. Und vor allem eine Zeit, in welcher du im Außen und in dir zur Ruhe kommst, sodass das kommende Jahr
ganz neu, frisch und lebendig in dein Leben treten kann. Lass los, was dir nicht mehr dient, im Außen wie im Innen, und nimm an, was dir dienen möchte und dich stärkt, im Außen wie im Innen. Prüf in aller Ruhe und Stille dein Leben, dein Umfeld, dein Allerinnerstes. Es geht dabei noch gar nicht um Entscheidungen oder Kurswechsel. Es ist vielmehr eine Zeit des Stillhaltens, des Erkennens und des Zerfließens, den Widerstand fallen lassen, die Verkrampfungen lockern, das Spüren und Fühlen geschehen lassen. Und dies erreichst du ganz konkret, indem du ja vielleicht die nächste Zeit, die frühen Abende nutzt, um im Kerzenschein zu sitzen, Tee zu trinken, vielleicht angenehmen Klängen zu lauschen, einer schönen Musik. Nicht lang wird es dann dauern, bis aus dir eine ruhige Harmonie emporsteigt. Vielleicht entsteht an dem Punkt aber auch erst einmal noch mehr Unruhe und Verwirrung. Doch das ist eher ein gutes Zeichen, denn es weist einfach nur darauf hin, dass sich in dieser Stille das Verkrustete und Unterdrückte löst und befreit, um dann im Verlauf der kommenden Tage und Wochen immer mehr zur inneren Läuterung, Klarheit und Ausrichtung zu führen. Ich wünsche dir eine wirklich gute Zeit. Alles Liebe, dir Gliesenfeld.